Benanimous definiert sich als Verteidigungsinstanz der Meinungsfreiheit. Bei Benanimous mitzuarbeiten bedeutet gegen Zensur zu kämpfen. Wieso setzt sich Benanimous so überzeugt für die Freiheit der Kommunikation ein? Wieso zieht dieses Ziel so viele Individuen an und wieso opfern die Mitglieder von Benanimous ihre Freizeit für diesen Kampf? Das Internet gilt als letztes freies Medium, in dem sich Informationen und Meinungen jeglicher Art entfalten können. Benanimous möchte unter anderem verhindern, dass Regierungen und Konzerne im Eigeninteresse diese Meinungsfreiheit eindämmen. Als Annäherung an diese Problematik kann beispielsweise auf die Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace von John Perry Barlow hingewiesen werden. Wir sollten in diesem Zusammenhang auf die Geschichte von Benanimous eingehen. Was gibt es dazu zu sagen? Benanimous selbst entstand aus dem Imageboard 4chan und wandelte sich von einer Spaßbewegung zu einem politisch motivierten Kollektiv von Kritikern und Aktivisten. Anfang 2008 gelangte ein ursprünglich internes Scientology-Video, in welchem Tom Cruise unkritisch über sich und Scientology redet, ins Internet und wurde auf YouTube hochgeladen. Scientology unterstellte YouTube daraufhin eine angebliche Verletzung des Urheberrechts und forderte die Beseitigung des Videos. Als Reaktion auf diesen Zensurversuch seitens Scientology formulierten 4chan-Nutzer das Projekt Janology, was gleichzeitig die Geburtsstunde von Benanimous als Kollektiv darstellt. Seitdem hat sich Benanimous stark weiterentwickelt und setzt sich nun für eine Vielzahl von Zielen mit Bezug auf freie Meinungsäußerung ein. Ziele, mit denen sich heutzutage meist junge Menschen identifizieren können. Dadurch lässt sich wohl auch das große Interesse an Benanimous erklären. Deutschland verfügt über eine vergleichsweise heterogene Presselandschaft. Weltweit haben Menschen die Möglichkeit, sich in bisher nie gekanntem Ausmaß digital zu vernetzen. Wo macht Anonymous konkret eine Gefährdung der freien Meinungsäußerung aus? Wer glaubt, die Freiheit werde in letzter Instanz auch vom Terrorismus bedroht, der hat wohl nicht Unrecht. Denn wer heute einen Lötkolben kauft, macht sich schon fast verdächtig. Wenn dazu noch Grillanzünder im Einkaufswagen liegt, gilt es bereits als fast bewiesen, dass man ein Terrorist ist. Aber im Ernst, Menschen werden ohne Grund durchsucht, Abhörmaßnahmen werden gedankenlos legitimiert, staatliche Spähprogramme dürfen auf private Computer eingeschleust werden, Standortdaten werden abgeglichen und so weiter. In vielen Ländern der Welt ist Zensur und mediale Vollkontrolle längst bittere Realität und auch in Deutschland denken sich Politiker in stetiger Regelmäßigkeit neue Maßnahmen aus, mit denen sie die Bürger in ihrer Freiheit einschränken oder letztendlich gar gefährden. Denn genauso sicher wie Atomkraftwerke und PlayStation sind auch die Server, auf denen sensible persönliche Informationen massenhaft gespeichert werden. Oft geschieht diese Speicherung unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung. Ein ebenfalls populäres Argument war in der Vergangenheit die Bekämpfung der Kinderpornografie. Benanimous bezweifelt, dass dies die ganze Wahrheit ist, doch dies weiter auszuführen würde zweifellos den Rahmen dieses Interviews sprengen. Benanimous-Aktivisten treten in der Öffentlichkeit immer mit Guy Fawkes-Masken auf. Die Masken scheinen zu einer Art Markenzeichen geworden zu sein. Hat man sich diesbezüglich von dem Film und Comic V wie Vendetta inspirieren lassen? Was bedeutet dieses Bild für Benanimous? Die Maske ist ein Zeichen des Widerstands der Kraft der Masse gegen Unterdrückung jedweder Art und als Symbol für die Macht des Volkes zu verstehen. Darüber hinaus symbolisiert die Nivellierung der individuellen Unterschiede durch einheitliche Masken die objektive Kraft, die in einem als kollektiv operierenden Schwarm entsteht. Es benötigt keiner geschriebenen Gesetze, keiner elaborierten Ideologie oder Anthropologie, da ein so agierendes Kollektiv eine Art übergeordnete Weisheit entwickelt, die sich schlicht auf dem einfachen menschlichen Sein gründet. Insbesondere in Bezug auf die von Benanimous durchgeführten Hackattacken auf PayPal und Mastercard ist zu fragen, was legitimiert die Vorgehensweise von Benanimous? Juristisch ist dies ein krimineller Akt, der für Kritiker von Benanimous Angriffsfläche bietet. Bei den Angriffen auf Visa, PayPal und Mastercard handelte es sich nicht um Hacks oder Cracks, sondern lediglich um Distributed Denial of Service Attacken. Eine sogenannte DDoS-Attacke kann man prinzipiell mit einer Sitzblockade vergleichen.
Dennoch wird in Deutschland die Beteiligung an DDoS-Attacken als Computersabotage gewertet und nach § 303b Abschnitt 1 Strafgesetzbuch mit bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe geahndet. Zum technischen Hintergrund: Indem die ausgewählten Server gezielt mit sinnlosen Anfragen überlastet werden, wird der Zugang zu den Diensten, die über diese Server laufen, verwehrt. Ketten sich Umweltaktivisten an die Gleise, muss der Castortransport auch stoppen, um im Bilde zu bleiben. Es sei hier auch darauf verwiesen, dass ein Demonstrant, der sich an einer Sitzblockade beteiligt, für gemeinhin nicht danach gefragt wird, was sein Handeln legitimiert, obwohl sein Verhalten den Tatbestand der Nötigung erfüllt. Wir sehen hierin einen Widerspruch. Dennoch möchte Anonymous mit diesen virtuellen Sitzblockaden nur bestimmten Verantwortlichen schaden, jedoch nicht Unbeteiligten. Als beispielsweise bekannt wurde, dass infolge der DDoS-Angriffe auf Sony auch deren User unter Unfreiheiten litten, wurden die Attacken eingestellt und eine formelle Entschuldigung an die Nutzer formuliert. Auch wenn Anonymous in erster Linie als eine kollektive Idee, als ein kollektives Bewusstsein verstanden werden muss, stehen hinter dieser Idee Menschen. Berücksichtigt man, dass es keine offizielle Mitgliedschaft bei Anonymous gibt und dass zuverlässige Daten zu Anonymous nicht existieren, auf welchen Gebieten ist Anonymous als besonders kompetent und fähig anzusehen? Es ist die Bündelung von Kräften und Interessen Einzelner, die uns immer wieder aufs Neue unsere wahren Fähigkeiten und Kompetenzen offenbart. Gut, anders gefragt, Anonymous versteht sich selbst als Kollektivbewusstsein. Erklärungen, Operationen und Strategien entstehen, indem mehrere Anonymous simultan daran arbeiten. Wie muss man sich die Arbeitsorganisation bei Anonymous konkret vorstellen? Es gibt nicht die Arbeitsorganisation, so wie es auch keine Führung gibt. Immer, wenn sich genügend Leute für eine Aktion zusammenfinden, entscheiden sie spontan, was sie machen und wie sie es machen. Alle Abläufe bekommen dadurch eine Unschärfe, einen X-Faktor, ein kreatives Chaos-Moment. Es gibt eine gewisse kollektive Ästhetik und verschiedene Codes, an denen sich die Aktiven orientieren, aber auch das ist ständig im Fluss und wandelt sich mit den Anonymen. Oftmals ist es so, dass sich die Idee zu einer Operation über IASI oder öffentliche, sogenannte Pets, die es einer beliebigen Zahl von Usern ermöglichen, gleichzeitig und unabhängig an ein und demselben Dokument zu arbeiten, verbreitet. Hier werden in der Regel die Grundrisse eines Vorhabens aufgezeichnet und dann mit Hilfe des Kollektivs erweitert und verbessert. Wir würden gerne verstehen, auf welchen Gebieten Anonymous derzeit tätig ist. Ist es möglich, einen kleinen Überblick zu den aktuell wichtigsten und umfangreichsten Operationen zu geben? Derzeit dürfte die OP Iran recht beliebt sein. Der Iran ist schon seit langem als Land bekannt, in dem eine unterdrückerische Staatsmacht mit und durch Gewalt und Zensur herrscht. Als nun jedoch von einer staatlichen Presseorganisation eine Liste mit persönlichen, sensiblen Daten von Demonstranten, die gegen eben jenes Regime öffentlich Position bezogen haben, veröffentlicht wurde und diese Personen dadurch im übertragenen Sinne zum Abschuss freigegeben wurden, wurde es Zeit zu handeln. Den zu der Operation Iran gehörenden Videoclip findet man hier. Es gab bzw. gibt aber auch noch weitere arabische Operationen, unter anderem OP Tunisia, OP Ägypten, OP Libya, OP Bahrain und OP Syria. Welche weiteren Projekte, oder auch Operationen, sind erwähnenswert? Mit OP Sony warnte man beispielsweise Sony vor weiterem Vorgehen gegen die Hacker Geohot und Graf Kokolo, die auf einer PlayStation 3 Linux zum Laufen brachten und damit gleichzeitig den Kopierschutz aufhoben. Mit den Angriffen auf das PlayStation Network hat Anonymous jedoch unseres Wissens nach nichts zu tun. Dann gäbe es noch OP Greenrights, welche gezielt gegen große Atomkraftkonzerne aufruft und damit die derzeit umfassenden Anti-Atom-Demos unterstützt. Momentan am höchsten frequentiert ist OP New Zealand, bei der das neuseeländische Parlament angegriffen wird, weil es ohne Zustimmung bzw. Wissen der Bevölkerung einem Anti-File-Sharing-Gesetz, der Copyright Infringing File-Sharing Amendment Bill, zustimmte, welches Providern erlaubt, ihre Kunden zu überwachen,